Doch jetzt leben alle in der Angst, dass die Kämpfe heftiger werden. Nicht nur an der 10 Kilometer entfernten Front, sondern auch gegen die Zivilbevölkerung in der Stadt. Denn es ist die Logik dieses Krieges, dass Angriffe der bosnischen Regierungstruppen mit serbischen Granaten auf Zivilisten beantwortet werden. An der Frontlinie, die wir hier sehen, ist es 3 Jahre lang ruhig gewesen, seit dem 19. Mai 1992. Doch nach dem Granatenangriff am 25. Mai dieses Jahres waren wir gezwungen, die Tschetnik-Einheiten in die Berge zurückzudrängen. So haben unsere Soldaten jetzt einen Vorteil von 3 Kilometern errungen. Gornja Tuzla, wenige Kilometer von der Stadt entfernt. Zur Rückeroberung der Berge bereitet das 2. Korps der bosnischen Regierungstruppen eine Gegenoffensive vor. Es ist 5 Uhr morgens, eine gute Zeit. Die Artillerie beginnt mit dem Feuer um 6 Uhr, bis 6:30 etwa. Um 6:30 fangen wir an. Los, wir nehmen diesen Weg. Zur Verteidigung ihrer fälschlicherweise UN-Schutzzone genannten Stadt begeben sich die Kämpfer an die Frontlinie. Wer ein Mann ist und älter als 18 Jahre, wird mobilisiert. Doch es mangelt an Waffen. Freiwillige gibt es genug. Das Entsetzen über das Massaker hat die Einsatzbereitschaft an der Front gestärkt. Bleib. 6.30 Uhr an der ersten Linie. Pünktlich beginnt der Sturm auf die serbischen Stellungen. Die Tschetniks sind jetzt nur noch wenige Meter entfernt. Du musst mich decken. Los, ich muss zurück. Nach ungefähr 30 Minuten Gefecht, eine erste Atempause. Die Tschetniks sind jetzt in Rufweite. Hast du gesehen, wie ich den Tschetnik mit einer Handgranate getroffen habe? Hey Serben, willkommen! Doch der Feind hat sich in der Zwischenzeit zurückgezogen. Die Stellung wird erobert. Verluste hat es bei den bosnischen Soldaten nicht gegeben, nur einen Verletzten. Sie schießen wie verrückt. Eine Granate schlug direkt zwischen uns ein. Können wir weiter? Ja, aber wir sollten noch warten. Was für eine Granate hat dich getroffen? Ich habe keine Ahnung, es ging so schnell. Ich wollte gerade eine Rakete abfeuern, als sie mich traf. Die NATO? Sie wissen doch, was die NATO macht. Die Serben nehmen ihre Leute als Geiseln und schießen ihre Flugzeuge ab. Und die UNO darf sich nicht verteidigen. Die Serben verarschen die ganze Welt. Sie tanzen uns auf der Nase herum. Sieht so aus, als hätte die UNO mehr Angst vor den Serben als vor irgendjemandem sonst. Die Serben nehmen Geiseln und die UNO ist nicht stark genug, sich selbst zu verteidigen. Wie soll sie denn uns beschützen? 4 Stunden hat der Kampf auf dem Berg gedauert. Dann kehrt der Trupp zurück ins Dorf. Man ist vollzählig. Das ist nicht immer so. Drei Tage hatten die Soldaten in ihren Stellungen nichts zu essen. Dafür genug Zigaretten. Die werden jetzt getauscht gegen eine erste Tafel Schokolade. Der Rest der Zeit wird genutzt zur Rückeroberung der privaten Stellung. Jetzt pflücken wir Rosen für meine Frau. Ich mache das jedes Mal, wenn ich von der Front zurück nach Hause komme. Andernfalls würde meine Frau mich nicht hineinlassen. مرحبا
Lass dich umarmen. Wein doch nicht. Du weißt doch, solange sie dich nicht von meinem Tod benachrichtigen, lebe ich. Ich lebe.